Da oben ist es so hässlich. So, Turbolader. Tuning Shop, Turbolader. Nice. Jack Heine, hey Mann, ich höre gerade, dass das Gebiet von eröffnet wurde. Fahr doch mal dahin, die rennen oben. Ja, alles klar. Neue Ware. Und DVD-Cover. Sehr cool. Du bist wirklich super gefahren. Der Vertrag mit deinem Sponsor ist erfüllt. Jetzt kannst du dich wieder nach einem neuen Vertrag umsehen. Okay. Weißt du was? Dann machen wir die Folge einfach mal ein bisschen länger. Ja, 23, 25 Minuten. Hey, endlich kann man die Heights erreichen. Fahr doch mal hin und zieh dich um. Die Straße scheint frei zu sein. Wow, was Besseres konnte ja gar nicht passieren. Du bist in der nächsten Produktion. Ja. Ja. Naja. Naja. Okay, dann machen wir das so. Wir gucken mal kurz in die Garage. Wagenauswahl. Ha! Haben wir nämlich einen Slot frei. Das ist nämlich sehr, sehr gut. Ah! Okay. So, dann machen wir das jetzt so, dass wir zum Autohändler fahren. Hier oben ist so hässlich zu fahren. Bäh. Alles verwinkelt und bäh. Hier unten ist es geiler. Okay, also das haben wir jetzt, das haben wir jetzt und hier oben auch. Und dann fehlt noch das da unten, das war's ja dann schon wieder. Carbon, ich komme. Okay, nein, wir fahren jetzt mal zum Autohändler. Wo sind wir denn? Wir sind da. Ja, das ist dann am besten hier. Gut, fahren wir mal zum Autohändler. Autohändler. Ich möchte Autohändler. Danke. So. Schauen wir mal, was uns der Autohändler zu bieten hat. Jetzt sollten auch wieder neue Geldscheine gespawnt sozusagen sein. Halt. 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 Stopp. Hier gibt's einen Tuning Shop. Den habe ich nämlich eigentlich auch gesucht. Den möchte ich einfach nur mal kurz anfahren. So, SMS, was gibt's denn? Der erste Wagen, überleg dir gut, welchen Wagen du zuerst auswählst. Lalalala. Ich möchte jetzt aber hier rechts fahren. Genau. Hast du gut erkannt. Und hier ist Geld. Sehr nice. Dankeschön. 10.000 haben wir, Alter. Krass. Genau, hier ist nochmal Information. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Karussellenergie befindet sich in Fort Union. Achtet auf das grüne, grün-gelbe Licht und das große blaue Schild. Ja. Das ist sehr schön. Ich habe schon gefunden. Hoffe ich zumindest. Grün-gelbe Licht. Vielleicht ein Tuning-Shop, ex-speziellen. Wer weiß, hä? So. Hier sind leider keine Moneten. Das macht nichts. So, Autohändler. Hey, sieh dich einfach um und lass dich inspirieren. Hier kannst du dir einen neuen Wagen aussuchen. Ja, da kommen die ganzen. Die kannst du auch so hart tunen. Ich würde mir ja schon lieber das Auto jetzt zulegen und dafür den Opel tauschen. Das wird die Karre schon mal ein bisschen schneller haben. Ne? Ich glaube, wir kaufen uns zweiter Slot den hier. Jetzt pass auf, wir machen das jetzt so. So, wir haben uns jetzt den als zweiten Slot gekauft, ja? So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir das so, dass wir Garage gehen. Wagenauswahl. Also der hat natürlich jetzt eine Vermeisterung, aber wir gehen dann... So, dann nehmen wir jetzt den Opel. Ja? Gehen raus zum Autohändler. So. Okay, beitreten. Und gucken jetzt H2. Welcher ist am schnellsten? Wir haben hier nur drei Auswahl. Ein Cadillac? Kenne ich gar nicht eigentlich. Und Hummer. Der hat Handling mehr. Und von der Beschleunigung ist er auch besser. Aber den Hummer finde ich sowieso am geilsten irgendwie. Ja. Komm, wir nehmen uns einfach mal den... Wagen eintauschen.
Okay, weil der kostet eigentlich ja nichts. So, jetzt haben wir nämlich den Wagen. Boah, geil. Und wenn wir jetzt nochmal auf W gucken, haben wir nämlich ein paar mehr Rennen. Jetzt möchte ich das aber erstmal kurz so machen, dass wir den hier nehmen. Okay, so. Und drücken auf W und gehen nochmal schnell zum Tuning Shop. Wir sind hier spezielle. Hier ist Tuning. Dann gehen wir erstmal dahin. Das ist, glaube ich, besser. Weil das Auto ist ein bisschen besser und schneller. So, wir haben jetzt 10.000. Das ist doch schon mal gut. Dann buttern wir jetzt ein bisschen. Genau, wir machen das jetzt wie folgt. Jetzt passt auf, wie wir das machen. Ich weiß, wie wir das machen. Aber man muss halt immer einen kleinen Plan haben auch. So. So, jetzt fahren wir hier rein. Zack, Tuning Shop. Hey, nur Langweiler fahren ein Auto von der Stange. Als König der Straße brauchst du das besondere Etwas. Hier bekommst du die richtigen Tuning-Teile, um aus deinem Kätzchen einen Tiger zu machen. Ja, sehr schön. Schau mal Nitro. So. Ich hoffe, dass man das nicht zu sehr hört mit den Tasten. Verbessere die Motorleistung durch den Einbau eines Turbo-Kits. Ja, schön. Okay. So. 4000. Und jetzt hatte ich das so vor. Jetzt haben wir ein bisschen Leistung, ne? Jetzt machen wir das so, dass wir erstmal kurz hier ein Rennen fahren. Driftrennen. Sehr gut. So. Driften ist ja sowieso easy. Alter, den ist ein Skyline. Krass. Dass die den schon fahren hier. Das macht schon ab. Ich muss hier draften. Ne? So, Handbremschen. Mal schnell die 1000 erreichen hier. Oh, fuck. Fuck. So. So. Wir müssen halt auch immer Erster bleiben, sozusagen. Nichts zu langsam. Ups. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass gar nicht geben kann mit den X5, dass es das nicht mehr gibt. Anscheinend gibt es das noch. Ich sehe es nämlich da oben links gerade. Zu langsam, Mama. Ich weiß nämlich gar nicht, wenn die Zeit abgelaufen ist, ob du dann disqualifiziert bist oder ob du dann wirklich dann das jetzt zählt. Weiß ich nicht. Ja, siehst du da. Kleine Hure. Gib lieber Gas, als da Punkte zu machen. So, haben wir doch gewonnen. Hey, ich habe Sponsoren. gerade den letzten Stapel Vertragsangebote aussortiert. Die hier halte ich für die besten. Sag mir, bei wem du unterschreiben willst. Ja, wir nehmen natürlich am besten Abschlusspremiere 2500. Drei Drag-Rennen. Ja, machen wir. Sollte zu machen sein. So. Haben wir wieder ein bisschen Kohle. So, dann machen wir nochmal hier schnell das Grüne. So. Schnell, schnell. Ja, bester Start, Junge. Und erstmal davon ziehen. Ah, die Karre ist doch schon mal viel besser jetzt. Das ist diese lahmarschige Scheiße da. Ich möchte jetzt nämlich. Also, mein Ziel ist jetzt so: Ich möchte jetzt ein bisschen Knete machen. Ja, ein bisschen Rennfahren und so halt, ne? Und in der Zeit, wo ich ein bisschen wieder Knete habe, wieder das Auto aufpimpen. Von. Also, den Jeep. Ne? Geländewagen aufpimpen mit Leistung und mit dem dann auch ein paar Rennen fahren. Weil da gibt es nämlich, wie gesagt, besondere Rennen. Zeige ich euch dann mal. Und mit dem Auto können wir dann erstmal ein paar Gegner machen, weil der ist, wie gesagt, ein bisschen schneller. Ihr seht es ja.
Das Auto haut ein bisschen Hill. Ist ein bisschen stärker. Sprintrennen mag ich sowieso gerne. Weil es sowieso schnell und easy ist. So. Wir haben schon 60%. Ihr seht, wie schnell das geht. So. Ich hoffe, dass ich jetzt diese Karosserie-Scheiße mal frei bekomme, weil ich habe noch nie gesehen, wie die Autos dann aussehen mit diesen Kotflügel-Verbesserungen. Habe ich noch nie gesehen. Hört sich hart an, aber ist so. Solange ich Underground 2 habe, habe ich das noch nie freigeschaltet. Noch nie. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier bei der Tanke, wie gesagt, gibt es verschiedene versteckte Rennen. Wenn ihr wisst, irgendwo, wo versteckte Rennen sein sollten, könnten, dann sagt mir das auf jeden Fall. Weil dann seid ihr mir echt eine große Hilfe. Ohne Witz. Hier unten da beim Hafen sozusagen gibt es auch sehr viele versteckt. Hier links auch. Deswegen gucken wir dann einfach manchmal. So, gut. Haben wir hier gewonnen. Jetzt geht es nämlich ein bisschen um Geld. Das ist nämlich gut. So. Ja, dann fahren wir nochmal schnell zum Stern. Da oben. Reporter vom Streetcar-Magazin sind in der Gegend. Gib alles. Ja, das sagt mir ja auch was. Das sagt mir total viel. Vor allem, wenn es jetzt wieder einfach ein DVD-Cover ist, dann sieht das Auto ja voll geil aus. Voll geil getuned. Hey Bro, hast du schon gehört, dass irgendwo im Bereich Hotel Plaza ein Rennen starten soll? Sind wohl ein paar Anfänger mit mehr Kohle als Hirn. Ist bestimmt leicht verdientes Geld. Kannst du dir das mal ansehen und mir Bescheid sagen? Danke. Ja, wenn es diesmal ein Rennen geben würde, du Spast. Blöder Penner, ey. Sagt er mir in Beacon, hier gibt es ein Rennen, kannst du das mir mal anschauen, bla bla bla. Ja, dann gibt es gar nichts, ne? Eine dumme Fotze. Was ist das jetzt hier? Wo sind wir? Da. Okay. So, hier weiß ich auch, wo die Tuning-Shops sind. Ein paar zumindest. Eigentlich hätte ich, glaube ich, alle gefunden. Also. Hier sind nämlich ziemlich oft versteckte Rennen. Ich weiß ja nicht, ob die auch einfach irgendwann so kommen oder wenn der anruft, ob die versteckten Rennen da sind. Das weiß ich ja nicht. Ich mache jetzt erstmal der Sternjunge, ja? Bevor der nämlich weg ist. Weil manche Sterne sind dann nämlich auch manchmal weggegangen. Was ist denn das für eine Karre, Junge? Viel eine geilere. Boah, ich fand das Auto immer nice. Da hört man schon richtig den Turbo schreien, ey. So, jetzt komm, gib mal ein bisschen Gas hier. Ah, Knochen. Ah, ah. So. Mal gucken, was es ist. Ein Foto oder ob das jetzt wieder ein Teil ist. Ich hätte gern lieber Tuning-Teil als ein beschissenes. Beschissenes. Da ist kein verstecktes Rad. Schade, schade. Sterben. Ein Special Event. So. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat wegen dem Hubschrauber, aber da fliegt der Eiskampf vorbei. Ah, ich mag Drag Rennen. Ja, ich finde die so geil, aber bei Most Wanted, ey. Boah, da gibt es auch so beschissene Drag Rennen. Und was wollte ich eigentlich nämlich sagen? Wollte ich nämlich gerade mal überlegen. In Carbon, habe ich ja schon gesagt. Carbon gibt's, glaube ich, gar keinen. Gibt's gar keinen Dragon mehr. Nee. Aber dafür bin Bro Street wieder. Was ist ziemlich geil ist mit dem Aufwärmen von den Reifen erst. Das ist geil gemacht. Also, ich finde Bro Street geil. Manche sagen, oh, ist voll scheiße. Aber da kannst du voll geil tunen. Leistung und Leute und richtig Burning Action und so, ja. Und die sagen, das finden die scheiße. Ich finde das geil. Wollte ich schon immer mal so haben, so mit den Leuten, die Autos angucken, wie der getuned hast und so. Ich weiß nicht, was die haben. Absolut kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht nachvollziehen.
So, mach mal Abgang. So. Was für ein Hotel Plaza hat er dann gesagt, gell? Da müssen wir mal Ausschau halten. Gucken, ob wir das vielleicht dann finden. Ja, ernst geil, wenn wir das finden würden. Oh. Ja, scheiß Stern, wo ist der denn? Da. Du hast den ersten Platz gemacht und bist auf dem Schlittkammer gesehen. So, gucken wir mal kurz hier rein. Hier ist nämlich Geld, Cash. Ah, jetzt kriegen wir nämlich 100 Geldprämie. So, und die X-e. Hier sind die Dings. Hier ist auch ganz viel Geld beim Flughafen. Versteckt darin sind da auch ganz viele. Hotel Plaza, das war irgendwo hier, glaube ich, bei der Garage. Dann machen wir erstmal so ein geiles Rennen hier. Ja, das war nämlich da irgendwo. Fahren wir mal kurz hier durch. Hier ist aber nichts. Hat er mich, blöde Penner, mich einfach angelogen, ne? So. Ja, haben wir wieder 7000 Cash. Dann machen wir nämlich mal den Geländewagen, Fuzzi. Hotel Plaza, hier sind wir doch. Aha, okay. Mal gucken, wie groß Hotel Plaza ist. Stadtzentrum. Hey, Suppen, Kasper. Ich hab mich gerade gefragt, was deine Mami wohl für die Schüssel abgelatzt hat. Tja. Frag ich mich auch gerade. Aber ich habe sie mir leider selbst gekauft. Also kannst du gar nichts sagen, Junge, ja? Bruder, Spaß, die du. Kommst du ein bisschen außer Kontrolle, sagst du? Na, dann machen wir doch mal eine nette Runde. So. Jetzt kommen wir kurz her. Ich bin immer noch in Führung, ja. Haben wir uns da. Aha, blöder Penner. Wie er nix kann, wie er nix kann. Spaß. Kollege, glaub mir mal, wenn ich dich schlagen will, dann tue ich das auch. Hättest du es ja machen können. Na, hast du aber nicht. Depp. So, dann machen wir mal kurz nochmal ein Drag-Rennen. Stadtzentrum. So. Bin ich ja mal wieder voll vorbeigefetzt. Ich möchte mich mal ganz kurz nochmal hier umschauen. Beim Hotel Plaza. Und das meint er. Das meint er. Ja. Mal gucken, ob er da nochmal anruft. Also mit der Karre macht es auf jeden Fall schon mal mehr Spaß, ein bisschen schnellere Kurven zu fahren, als mit so einer lahmen, ollen Karre. Der RX-8 ist auch geil. Oh, Junge. Hätte ich gar nicht so abbremsen müssen. Na gut, was soll's. Das sind ja immer 4 Runden. So. Das weiß ich, wenn du da dran crashst, dann fährst du so weit außen. Burger King, ey, was eine Werbung. Da haben sie noch Werbung gemacht für Burger King, ey, die Schweine. So,
So. Jetzt möchte ich sie aber endlich mal überholen hier. Boah, Junge, du nervst mich. Du blockst mich alles. Weißt du, ich sag ja, du fährst dann komplett außen rum. Das ist sowas von gay. So, genau, macht ihr euch mal fertig. Ich finde, die Maps hier sind voll bescheuert. So. Ganz komisch gebaut. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man die am besten nehmen kann, die Kurven. Wahrscheinlich schön weit außen, dass du die so schön schneiden kannst. Probieren wir mal. Weit außen, damit du so schön weit innen fahren kannst. Und nicht so weit innen, weil dann musst du so stark abbremsen. Na, wenn es halt so schnell um die Kurven geht, dann ist es halt doof. Aber wir fahren mal außen. Bremsen, dann kannst du nämlich hier so schön, wow, um die Kurven. So. Letzte Runde. Hätte ich halt bremsen müssen. Na egal. Haben wir sowieso gewonnen. Sehr gut. Dann machen wir jetzt das Driftrennen. 850. Das ist doch schon mal eine nette Prämie. Da, dann bekommt man sowas frei. Ha. Spezielle Shop, Scheinwerfer. Und Carbonspiegel, Spoiler und Dachspoiler. Ja, also lohnt sich doch, diese Rennen zu machen, siehst du? Hätte ich nicht gedacht, dass sich das lohnt, das zu machen. Vielleicht war es jetzt aber nur Glück. Nee, glaube ich nicht. Wenn er nochmal sagt, dann fahren wir da nochmal hin auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Carbonspiegel und Dachspoiler und Spoiler, das ist so sinnlos. Blöder Penner. So. Dragon. Mal gucken, ob das klappt hier. Lol, ich hab nicht mal geschaltet. Ja, interessant, ja. Das wird später noch lustig. Diese Map ist so ekelhaft auch. Da habe ich beinahe auch immer gekotzt. Ich habe immer so auf die Tasten gesmashed, dass der hier ja rüber geht. Zu früh, obwohl es blau war. Wie gesagt, ich muss das nicht verstehen. So. 36 Sekunden dafür. War schon top. So, 1000. Nice. Motorhauben. Ja, das ist sehr schön, aber ich will keine Motorhauben. Wir können ja trotzdem mal ein bisschen was pimpen. Obwohl, ne, machen wir nicht. Wir machen das jetzt so. Wagenwechsler. Ja, den da. Nein, möchte ich erstmal nicht speichern. Sehr schön.